Hi Leute, heute geht's um Wunderheilungen. Und zwar, oft heißt es ja dann, wenn irgendjemand sich durch gewisse Methoden und Techniken geheilt hat von einer Krankheit, was vielleicht möglich ist. Ich möchte gar nicht darüber reden, ob das möglich ist oder nicht. Oder vielleicht doch. Oft heißt es, wenn jemand sich zum Beispiel vom Krebs geheilt hat, ohne eine Chemotherapie, plötzlich ist er wieder gesund. Wie das ja so das ein oder andere Mal vorgekommen sein soll. Stelle ich jetzt einfach mal zur Behauptung hier in den Raum. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es zu sogenannten Wunderheilungen kommt, dann sagen ja viele, oh ja, der hat Glück gehabt. Trotz dass er nicht den konventionellen Weg eingeschlagen hat. Zum Beispiel den schulmedizinischen, der nicht unbedingt falsch sein muss. Es ist aber nur eine Symptombekämpfung, das muss einem bewusst sein. Kann man in gewissen Fällen anwenden, aber um dauerhaft wirklich eine Veränderung hervorzurufen, muss man noch andere Wege gehen, Selbstverantwortung übernehmen und Dinge in seinem Leben verändern. Gewisse Punkte, wenn man das nicht macht, dann hat man dauerhaft wirklich keine Chance, gesund zu werden. Und jetzt sehen viele sowas als Einzelfälle, wenn es zu solchen Wunderheilungen kommt. Als Glück gehabt, wenn das passiert. Wenn man mal die genauen Hintergründe, Ursachen von Krankheit kennt, die hinreichend bekannt sind, wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten wieder, dann gibt es keine Wunder. Natürlich ist es ein Wunder irgendwo und wunderbar und schön, dass man wieder gesund werden kann. Aber es ist kein Wunder in dem Sinne. Es gibt hier ganz einfache Ursache und Wirkung. Stell dir jetzt mal vor, früher ist jemand zu dir hergekommen, schlägt da irgendwie ein Buch auf und für dich ist da nur irgendwie so ein Wirrwarr. Und der erzählt dir jetzt plötzlich in deiner Sprache, hey, du musst dieses und jenes machen und was da in diesem Buch steht. Und du denkst dir, ui, was ist das für ein Magier? Was kann der? Aber eigentlich hat er einfach nur lesen gelernt. Das ist alles. Er hat gelernt, wie es funktioniert. Kann mir jetzt klipp und klar sagen, was da steht. Anderes Beispiel. Jemand sagt, hey, ich berühre jetzt diese Wand und dann erleuchtet dieser Saal voll Licht. Oder wie Tesla damals das erste Mal in Colorado auf der Messe ja, die Welt beleuchtet hat, die Nacht beleuchtet hat mit, was weiß ich, tausenden von Glühbirnen. Und alle standen da, vorher war in der Nacht alles dunkel. Nichts erhellt. Plötzlich nimmt er irgendeinen Schalter, drückt den um und die Nacht ist beleuchtet. Der kommt dir vor wie ein Magier, wie ein Zauberer. Irgend so ein Mystiker. So. Aber Fakt ist, er hat gewisse Dinge verstanden. Hat verstanden, wie Elektrizität funktioniert. Und dann drückt er irgendeinen Schalter an der Wand und plötzlich leuchtet der Raum, weil eine Glühbirne angeht. Hättest du denn als Zauberer oder als Hexe? Wahrscheinlich hättest du ihn verbrannt. Das ist dann diese Ignoranz. Und auch diese Ignoranz ist in einem gewissen Maße, in einem sogar sehr hohen Maße, wage ich wieder zu behaupten, heutzutage da. Und du kannst, wenn du möchtest, herausfinden, was Gesundheit bedeutet in deiner eigenen Erfahrung.
Ich kann dir sagen, wie du das verstandesmäßig nachvollziehen kannst zuerst. Dann gilt es, das selber zu erfahren mit deinem eigenen Körper, was Gesundheit bedeutet. Weil, wenn du es nur verstandesmäßig erfährst, ist es nur eine nette Geschichte, die kann stimmen oder nicht. Wenn du es erfährst, dann weißt du Bescheid. Und so ist es eben auch mit Gesundheit. Mit Wunderheilungen. Das sind keine Wunderheilungen. Wenn du weißt, wie es funktioniert, dann siehst du Hunderte, Tausende von Menschen plötzlich diese unheilbare Krankheiten heilen. Wag ich jetzt mal so zu behaupten. Nagelt mich nicht drauf fest. Es ist einfach nur eine Geschichte, die ich hier erzähle. Aber solange du es mir nicht glaubst, ist es keine Möglichkeit für dich. Erst wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, du weißt es nicht. Du sollst es mir nicht glauben. Du sollst es mir aber auch nicht glauben. Du sollst einfach sagen, du weißt es nicht. Erst dann entsteht die Möglichkeit, dass du es rausfinden kannst, dass du deine Erfahrung machen kannst. Dann bist du offenen Geistes da dran. Dann fängst du an, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn du dazu Infos möchtest, dann kann ich dir immer als erste Literaturempfehlung Arnold Ehret empfehlen, wenn du wissen möchtest, was Gesundheit bedeutet. Gesunde Menschen, Band 1 und 2, ist alles auf meiner Webseite verlinkt, schau da rein. Du findest seine Schriften auch kostenlos. Auszüge habe ich auch auf meiner Webseite, kostenlose Downloads verlinkt. Ja, dort erfährst du das. Auch in den Kursen von mir, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass du das erfahren kannst. Wenn du Wahrheit suchst, dann findest du es. Wenn du Ausreden suchst, wenn du bequem weiterleben möchtest, nichts in deinem Leben verändern möchtest, ist auch in Ordnung, ist nicht schlimm. Ich bin okay damit. Du bist vermutlich auf Dauer nicht okay damit. Irgendwann reicht es dir, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du keinen Bock mehr drauf hast. Also es ist viel schöner, das gleich zu ändern. Freiheit ist vielleicht nicht immer bequem. Was macht dich glücklich und frei, zufrieden? Das wünsche ich dir. Ansonsten mach's gut. Ciao.